2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sky Factory. Hoffentlich diesmal am Stück. Ja, halt die Schnauze. Wir sind einmal mit unserem vertrauten Trio hier, Slens, Blue Jenny und mir. Hallo. Sagt mal, ihr beiden Hallo. Hallo. Und natürlich haben wir auch noch einen Gast, nämlich den Florimaster. Hallöchen. So. Spackt der TS gerade rum oder mein Internet? Ja, der TS spackt leider rum. Okay. Wir sind hier zwangsweise letztes Mal aufgehört, als ich zur Crafting Station humpeln wollte. Genau. Ich liebe einfach meinen Rechner. Aber natürlich, jetzt geht es weiter. Ist ja kein Problem. Ich wollte ja diesen wunderschönen Ignis X-Shooter hier aufbauen. Chris, ich habe eine Idee. So. Wir werden die gesamte Crafting-CPU mit Schwein betreiben. Ich glaube, ich bring dich um. Hä, warum? Was habt ihr gegen Schweine? Willst du die Schweine in ein Hamsterrad laufen lassen oder was? Ja. Laufrad. So. Ja. Moment. Monster. Ich will noch mal ganz Schweine. Kurz den Kram hier fertig machen. Komm her. So. Hab mich lieb. Habt ihr schon wieder das ganze Glas geklaut? Nein, ich hab was im Inventar davon. Dann schmeiß doch einfach mal wieder was im Ofen rein, wenn du mir ständig was klaust. Ich hab doch nur einmal und ich bin unschuldig. Hier. Ja. Ich bin unschuldig. Also Jenny, wenn man das erste Mal hat, dann ist man nicht mehr unschuldig. Merkt ihr das? Ich bin unschuldig. Ich habe es noch nie getan. Ich habe es noch nie getan, zu klauen. Ja, noch nie. So, Chris, ich komme gleich runter. Ich versprochen, es waren nur 50.000 Euro. Nur. Okay. Das geht in Ordnung. Ach, das ist doch Taschengeld. Läuft. Ich brauche noch ein bisschen Glas. It's so pretty. Genau genommen läuft's noch nicht. Ich will nichts haben, aber wir haben kein Zeppling mehr. Von was? Darkwood. Dom, dom, dom. Hey, oder jetzt schaust du an? Die kommen gar nicht an, diese Holz, was da abgebaut wurde. Alles weg! EP. Ach, da hinten. Oh, hier ist ein Loch. Ja, weil hier Potash Apple drin sind. Gott, ihr habt deswegen. Drauf, Leute. Alter, ich hab einen Schocker bekommen. Wir brauchen noch ein viertes Fass. Das fass ich ja nicht. Mann! Den hast du nicht gebracht. Hilfe! Nein, aber es ist blau. Oh. Alter! Was? So, ich hoffe, du bist jetzt zufrieden, es läuft. Das ist für Jenny, also wenn, dann kann sie nur zufrieden sein. Ich hoffe, du bist jetzt zufrieden, es läuft. Yay! Ja, es läuft. Hey, wo soll ich das Fass hin tun? An der Stelle, wo eben die Äpfel standen. So, und jetzt werden Clean Stones generiert. Wundervoll. Hä? Alle Applaus, Applaus. Applaus, wohin? Applaus. Hier. Da, wo ich jetzt draufstehe. Da! So. Was kannst du eigentlich? Dich mobben. Halt, stopp! Ich fühle mich gemobbt. So, Chris. Was wollen wir denn jetzt machen? Keine Ahnung. Kannst du schon mit den blauen Holzer kommen? Ja, gleich. Was ist fertig, was ich mir anschauen soll? Hier, Danny. Komm zu Fuß. Hier, komm bei Fuß. Puff! Ja. Oh, wie cool, Clean Stone. Danke. Blaues Holz kommt sofort. Wie viel Containment Walls brauche ich denn eigentlich nochmal? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Stück.
Na komm. Du wolltest ja den Server in Ungnade stürzen. Ja. Hä, wieso? Ich will nur so ein kleines Ding bauen einfach. Ja. Wir brauchen das für die... Sagst du, wenn das alles Glas wird? Also wenn willst du den eben hier runter bauen? Das ist cool. Okay. Die Ebene, wo hier schon existiert? Mir eigentlich egal, wo ich den hinsetze. Es soll eigentlich nur ein ganz kleiner sein, der halt die einzelnen Siebteile da zusammenpushen soll, sag ich jetzt schon. Mehr soll das eigentlich gar nicht sein. Und wenn es euch halt gefällt, können wir auch gern größere Sachen mitmachen, aber ich brauche persönlich nicht mehr. Wie heißt denn jetzt das andere Ding? Assembler. Du weißt, was ich... Nee, das Innenleben da. Pattern... Crafting CPU. Pattern-Ding da. Hey Flo, hier ist ein Loch, kannst du das Loch stopfen? Ach, der Pattern-Provider ist das innen drin. Oh. Wie heißt denn nochmal das... Aber ich kann es stopfen, guck. Zum Editieren. Oder der Encoder. Stimmt, Encoder ist für, Encoden der Pattern. Flori ist gekommen, um Löcher zu stopfen. Ah. Wie wird die Folge heißen? Okay. So, wollen wir sie uns einfach erstmal hier hinten aufbauen, Chris? Ist zwar ein bisschen eng, aber es passt erstmal. Da können wir uns dann nochmal überlegen, wo wir die Serveranlage hinbauen wollen. Ganz ehrlich, hier willst du es reinquetschen? Hier oben drauf. Nein, Jenny, hör auf zweideutig zu denken. Das passt nicht, das ist viel zu eng. Ja, wollen wir denn direkt unten das hinsetzen, oder was? Ja, wenn, dann gehen wir gleich unten rein. Okay. Also dann machen wir das, dann filmen wir das einfach von hinten an. Ich wusste es. Das machst du mit Absicht, du bist so ein böser Junge. Oh, so. Alle zufrieden. Ja. Aber sowas von zufrieden. Ja, wir haben leider nur eine 2 hohe Decke, das heißt, theoretisch müsste ich denn das hier abreißen. Gönn dir. Nee, warte mal. Ha! Es geht doch so. Oh Mann. Wusste ich doch, dann können wir es jetzt von hinten machen. Weißt du, was nicht passt, wird passend gemacht, das dehnt sich schon alles irgendwie aus. Ja. Ich glaube, ich habe mich verzählt. Was? Mehrere gleich? Hilfe. Ja. Ach ne, doch nicht. So. Kurze Erklärung. Jenny, wolltest du dir auch mal kurz die Crafting-CPU angucken? Klar, komm vorbei. Einmal nach unten. Und dann nach ganz hinten. Ich brauche bald eine neue Spitzhacke. Und wir warten. Ich geb schon ein. Nee, lass. Ich werde einfach da Wasser runterlaufen lassen. Hast du gesehen, wo ich runtergefallen bin? Ja. Okay. War ich immer noch, wie man so blöd sein kann. Hey, wo ist die denn runtergefallen diesmal? Diesmal hier. Hä? Und da ist Zaun. Ich weiß nicht, wie man da runterfallen kann. Sowas, ich hab da jetzt keinen Bock drauf, da Wasser zu verstreuen. Nein! Soll ich jetzt doch TP'n oder was? Meinetwegen. Würde sie aber allerdings. Ich würde mich in Wasser stellen. Das ja, dann mach Wasser. Hinter dir am Haus. Im Pool oder so. Ach. Dann kann sie jetzt halt Milch baden gehen. Ich wollte gerade sagen, mach Kleopatra. So, komm her. Komm online! Ich bin da schon online. Ihi. Oh, Frau. Wasser. Ja, ich bin da. Milch! Dagegen. So, kommst du denn jetzt runter? Kommst du denn jetzt? Und Vorsicht, Jenny, hier kann man runterfallen. Nee, hier schafft es nicht runterzufallen. Hier ist kein Zaun, hier schafft sie es nicht. So, oh, im Endeffekt, das Ding wird gleich Multiblock und der kann für uns selbstständig craften. Der, jeder mögliche Kuboid bis 63x63x63 geht. Oh nein, ich hab's nicht ausprobiert. Ich frag mich, wieso. Ich meine, wer sollte schon so irre sein und sowas Großes bauen? Ja, also, auf jeden Fall die einzige Regel dabei ist, sämtliche Außenkanten müssen mit den Containment Walls gemacht sein. Haben wir. Die Flächen müssen wir den Heatwands sein.
Und innen drin muss mindestens ein einzelner Pattern Provider sein. Da können wir nämlich gleich die Rezepte drin speichern. So. Schaut mich an. So, damit können wir jetzt selbstständig Rezepte erzeugen lassen. Chris. Willst du oder soll ich? Hey, was macht ihr denn? Er weiß, worauf ich hinaus will. Ja, was nun? Willst du oder soll ich? Ich mach das. Gut, dann bring ihn als erstes was macht ihr? Die Patterns bei und ich mach so lange einen Crafting-Monitor. Ich hol den nächsten Raum schon wieder aus. Nimmst du den rechten? Boah, fuck off, ey. Ich nehme den linken hier. Ach ja, genau. Stopp, stopp, stopp. Jungs. Was? Mädel. Warte. Crafting Monitor. Hier. Ich brauche jetzt das, euer Ergebnis. Wer will was? Für was? Boden oder Decke? Ja, Boden. Erstens, Tobi, wir brauchen Glas. Zweitens, Tobi, wir brauchen Certus Quarz. Gems oder Dust? Sag an, welches willst du? Okay, ich hol welche. Mein Boden. Ah, da sind noch 20 Stacks. Das da? Genau, überlegen. So, weißt du, was ich jetzt ich mal. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen Forceplanes und Darkwood. Darkwood hab ich. Dann nehme ich die Forceplanes. So, ja, Glas ist drinne. Oh, gelb, ja, cool. Ich will was Graues. Haben wir nix. Egal, dann mach was. Ja, ich schmier's dir irgendwo rein. Gut. Warte. So. Wir haben noch Fichtensetzlinge. Wir haben noch Fichtensetzlinge. So, ich möchte jetzt gern Electric Furnace bauen. Ja. Da, nee, Redstone Furnace heißt das Ding, ja. Also, du. Dunkelbraun. Ha? Was möchtest du denn jetzt, was ich da craften lasse? Einmal generell die Pattern-Dinger halt. Ja. Dann die Chips, so diese Standardsachen, sag ich jetzt mal. Also die einzelnen Chips. Aber halt nur craften und die Unterschritte dafür. Mit der automatischen Baumfarm. Warte mal, also zunächst mal, das läuft, also jetzt ist schon mal das Grundrezept für ein ME-Blank-Pattern drin. Gut, soll ich dir gleich mal ein paar machen davon? Ja, ich habe hier unten noch 7 Stück. Gut, dann die beiden Chips, Advanced und Basis, also die Prozessoren. Ja, ich muss die gerade kurz suchen. Ich würde sagen, das machen wir gleich auch offscreen fertig. Geht ein bisschen schneller. Und ich bin gerade am überlegen, wo ich jetzt hier Electric Furnace hinpacke. Aber wir haben eigentlich bis jetzt nur hinten Stromversorgung. Also, hier. Oh, cool. Er will dieses Holz haben. So, also dann hätten wir jetzt einmal. Welche Umrandung? ME-Encoded Pattern. Latwood dafür, weil. ME-Blank Pattern, Basic Processor Assembly und Advanced Processor Assembly. Ja, dann den Certus Knife oder wie das Ding heißt. Na klar. Ja, das Cutting Knife. Ich lasse jetzt auch mal. Das gelbe hier. Gelbe, dann machen wir das. Das ist natürlich wieder so wundervoll. Dann müssen wir gucken, dass wir das nur mit normalen Sticks craften und so einem Scheiß. Warum das dann? Naja, weil der keine Meta-Dateien ab kann. Und da kannst du deine Natura-Sticks und all so einen Scheiß reinkloppen. Stimmt. Deswegen musste ich mir jetzt gerade mal ja, warte mal. Ich möchte mal kurz zeigen. Hier, jetzt sieht man hier nämlich Blank Pattern. Wie viel soll ich denn machen? 10 Stück? Ja. Gut, so, wenn ich jetzt beginnen mache, sieht man hier, hat er einen gecraftet. Und man sieht nämlich nicht, was er craftet. Eigentlich sieht man hier die ganzen Unterschritte, die er macht. Hat er aber diesmal nicht gemacht. Ging wahrscheinlich zu schnell für ihn. Hast du das Fusewood oder hast du ein anderes Wort, was ich schon. Auf jeden Fall, hier sehen wir halt, wenn ihm irgendwas fehlt oder ähnliches. Und dann guck einfach mal da rein. Ja. Und ich crafte mal eben.
Und sonst besorge ich dir welches. Beispielsweise. Bau mal ihm gerade die Energie aus. Weil ich glaube nämlich, wir haben jetzt zu wenig Lava für die Engines. Die gehen nämlich aus. Ich muss mal ganz kurz Fluidukte verlegen. Mhm. Ich muss mal ein Rohr verlegen. Passt schon. Hey! Ich war's nicht. Was macht ihr da? Nichts. Ihr habt eine Creeper-Statue, oh, oder? Die Energie wieder. Was haben wir? Egal. Also, guckst du rein da? Jep. So, da sieht man jetzt halt, dass ihm das fehlt. Das kann man ihm theoretisch auch beibringen. Man kann ihm auch nachher noch beibringen, du interagiere mit dem Ofen beispielsweise. Genau. Aber das will ich dann nachher erst im richtigen Haus machen. Wenn wir die Maschinen alle einen festen Platz zuweisen können. Ich habe das Ding jetzt wieder rausgelöscht. Genau, mit Shift-Links-Klick kann man es wieder rausnehmen. So, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Wir sind bei 16 Minuten. Ui. Ach Mensch, das passt doch super dafür, dass wir die andere Folge ein bisschen kürzer gemacht haben. Ja, gut. Chris, behaltet alles an. War natürlich alles Absicht. Genau. Na gut. Aufgrund wundervoller Planung, die eindeutig von mir stammt, natürlich nur von mir, beenden wir jetzt mal diesen Part hier für heute und schaltet auch nächstes Mal wieder mit ein, wenn es dabei heißt, mit den Vollidioten ab ans Werk. Bitte, Dankeschön. Fallbeispiel. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.